Tausche Mistkerl Ex gegen Sexy Zack. Tausche gelbe Rosenblüte gegen strange Nippelknospe. Und tausche alte Stylo-Cappy gegen schicke neue Insta-Friese. Rachegelüste, nackte Brüste und Pietro Lombardi, eine Themenvielfalt, die nur die Bildbox bieten kann. Mit mir, Martin. Moin. Da hat man mit Schatzi das Jahr seines Lebens. Reist zusammen mit Schatzi an die traumhaftesten Orte, wo gibt. Postet massig mit Schatzi Schnappschüsse aus dem Paradies. Und dann trennt sich der Arsch, Schatzi, von dir. So, und jetzt haben wir den Nachbeziehungssalat. Schatzi Arsch ist weg, aber die quälenden Erinnerungsschnappschüsse, die bleiben. Auf keinen Fall denkt sich Baby Woodward, 19 Jahre jung, aus Florida, USA. Und tauscht auf ihren Lieblingsfotos einfach Schatzi Ex gegen Sexy Zack. Ist das nicht genial und so simpel? Da überklebt die Bailey die Visage vom Verflossenen einfach mit dem Antlitz von Herrn Efron und postet die dann neu. Ob beim Paddeln oder Reiten, am Strand oder bei den Äffchen. Pimp my Ex, wie der Amerikaner sagen würde. Oder auf gut Deutsch, in der Mitte in die Fresse rein. Achtung, Achtung, liebe Nippelwächter. Akuter Blankzieh-Alarm derzeit auf dem offiziellen Instagram-Account von Bonnie Strange. Ja wo denn, wir sehen nur Rosen. Meine Herren, schaut mal genauer hin. Mehr ranzoomen bitte. Ha, da ist er. Genau, da links neben der gelben Blüte. Ja, meine Kinder, auch im hippen Instagram-Zeitalter gelten immer noch alte Bibelweisheiten. Wer sucht, der findet. Und wir klappen die Box zu mit der schicksten und neuesten Instagram-Friese der Woche. Zu finden auf dem Dötz von Pietro. Für mich war die Trennung von Sarah karrieretechnisch das Beste, was mir je passieren konnte. Lombardi. Ja, schick, Pietro. Hoffen wir mal, dass der neue Haarschnitt ein bisschen mehr Luft bekommt als der von Anfang Mai, wa? Da hat sich der Pietro nämlich schon mal über seine neue Frisur gefreut. Und zwar so dolle, dass er sie auf allen folgenden Posts so präsentiert hat. Oder so. Oder so. In diesem Sinne, lasst Luft an euer Haupt. Leute, wir frisieren uns nächste Woche wieder. Bis dahin, wenn ihr hauen.